Wenn du wissen willst, was es mit den Wrestling-Streams auf Twitch auf sich hat, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben, denn das sage ich dir in diesem Video. Moin, mein Name ist Nico der Profi und am Montag habe ich das erste Mal WWE 2K20 auf Twitch gestreamt und dabei handelt es sich um ein Projekt zusammen mit zwei anderen Streamern. Es ist zum einen Tweak und zum anderen Caruso und dabei geht es um den WWE 2K20 Universe Modus. Das Ganze sieht so aus, dass wir eine interaktive Show haben, das heißt, jeder von uns hat seine eigene Show, seine eigene Arena und auch seine eigenen Championships. Und das Ganze funktioniert eben so, dass die CPU gegeneinander spielt. Wir kommentieren das jeweils dann auf Twitch. Das Ganze findet dreimal in der Woche statt, bei mir immer montags. Die genaue Zeit gebe ich hier noch bekannt. Und es ist eben auch so, dass es interaktiv ist. Das heißt, ihr könnt auf Twitch Kanalpunkte sammeln und die dann einsetzen, um die Show zu beeinflussen. Beispielsweise könnt ihr ein Team gründen, ihr könnt eine Fehde starten oder auch ein Champion vs. Champion Match ansetzen. Und natürlich brauchen wir auch Superstars und die haben wir zugeteilt. Am letzten Montag gab es einen großen Draft, bei dem wir uns Superstars aussuchen konnten. Das habe ich jetzt mal für euch zusammengeschnitten. Viel Spaß damit. Jetzt bin ich am Überlegen. Was macht er? Das Ding ist, es überrascht euch alles. Weil mich überrascht es selbst auch. Ah, ene mene miste, es rappelt in der Kiste. Chris Jericho. Der Boy weiß selbst nicht, was er macht. Ich mach verrückt weiter. Ich nehme John Morrison. Soll ich weitermachen? Ja, bitte. AJ Styles. Ja. Machen wir weiter. Rob Van Dam. Dann nehmen wir doch Rey Mysterio. So, Nico, bitte. Ja, Rusev. Lass ihn kurz überlegen. Ricochet. Ich nehme Matt Hardy. Ah, was haben wir denn so? Ich nehme jetzt Cesaro. Ich nehme jetzt Bobby Lashley. Ich nehme jetzt. Was für mein Herz? Ich nehme Zack Ryder. Fandango. So. Nehmen wir den offensichtlichen dann nach Fandango, oder? Du meinst, Tyler Breeze. Yes. Shelton Benjamin. Kevin Owens. Und deshalb nehme ich jetzt Sheamus. Wenn wir Zack Ryder haben, dann brauchen wir auch Dolph Ziggler. Ich nehme Dustin Rhodes. Also ich bin danach noch nicht raus, ich habe noch ein bisschen mehr, aber Samoa Joe. Roman Reigns. Und ich würde jetzt nochmal, wenn der noch nicht raus ist, ich bin mir nicht sicher, würde ich Big E nehmen. Er ist noch nicht gewählt, ne? Der Tag Team Partner von Big E? Nein. Xavier Woods, oder sagt man Xavier, was auch immer.